Ja, moin Leute, euer Vionix am Start. Heute wird gecheatet, zumindest fühlt sich das ein bisschen so an. Wir spielen Toki in einer Mimirons Clockwork Stadium Anomalierunde. Was bedeutet, dass wir immer eine Tavern höher Sachen entdecken können als alle anderen. Denn in Mimirons Clockwork wird die Taverne automatisch alle zwei Runden gelevelt. Man kann nicht selber für Gold leveln. Das heißt, keiner kann Power leveln und wir können aber über unsere Hero Power immer eine Tavern-Tier höher mal so ein bisschen entdecken, was es denn da so Schönes gibt. Und das machen wir natürlich. Ich nehme hier erstmal, also ich könnte jetzt hier schon Hero Power und einen Two-Drop mitnehmen, aber ich will die Economy für nächste Runde haben und kann dann nämlich diese Runde schon mal gucken, ob ein cooler Two-Drop dabei ist, den ich haben möchte. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Und kann dann aber nächste Runde beide Salamantle verkaufen. Es wird automatisch auf Tavern 2 gelevelt diese Runde. Und dann kann ich einmal Hero Power und mir zwei 3-Drops da gönnen. Und schau mal, wie gut es dann ist. Da drauf die Runde könnte ich einen der beiden Droplets verkaufen. Nochmal Hero Power, nochmal zwei 3-Drops nehmen. Und dann gucken wir, wie wir vorankommen. Ja, der hat leider gutes Tempo. Hitte links. Schade, ein Damage mehr als wir mussten. Nicht gerade tragisch, drei Schaden ist jetzt nicht gravierend. Wir müssen jetzt ein bisschen Glück haben mit den 3-Drops, die wir sehen. Das sind definitiv gute Stats und über extra Gold beschwert man sich natürlich auch nicht. Vor allem bedeutet das extra Gold, dass ich ohne Verkaufen nächste Runde wieder Hero Powern kann und nochmal zwei 3-Drops nehmen kann. Kommt von der Curve ganz gut aus. Schönes Unentschieden. Ripsnor Captain ist so ein starker 2-Drop, wenn man andere Pirates hat. Ist nicht zu glauben. So. Die 2-Drops waren nicht schlecht. Aber ich würde mal sagen, Double Bronze Warden, da kann man nicht großartig diskutieren, dass das doch ganz gut ist. Boah, und noch einen Ripsnor Captain. Was ist denn hier los? Und er trippelt natürlich in den besten 3-Drop, den es in diesem Game gibt. Ich werde einfach gescampt. Alle sind auf Tavern 2, ich habe 4 3-Drops auf dem Board und werde einfach von einem Ripsnor-Captain gescampt, Alter. Also, puh, schwierig, sage ich ganz ehrlich, bisschen schwierig. Gucken wir mal, was wir machen können hier. Oh, ich tue mich schwer, hier was gehen zu lassen. Das extra Gold tut gut nächste Runde, glaube ich. Naja, ich gehe einfach auf Stats. Wir spielen hier Raw Power. Raw Power, let's go. Diese Runde mit dabei: Drachen, Elementare, Max, Murlocs und Piraten. Die Leute hitten krasse Tempo-Kombos. Ich bin die ganze Zeit eine Tavern-Tier höher als alle, aber ich fühle mich die ganze Zeit schwächer irgendwie. Wobei jetzt die Bronze Wardens natürlich einfach hardcore carryen. Das muss man schon sagen. Und jetzt teile ich auf einmal 15er Schellen aus. Gucken, was wir da so haben. Ich habe keinen Mech, auf den ich das geben könnte, ne? Hat nicht geil irgendwie. Spielt also absolut keine Rolle, was ich hier nehme, weil ich es eh verkaufen werde, denke ich. Aber bei. Doch, das ist gut. Den freeze ich. Das heißt, ich kann mir nächste Runde, das levelt auf 4, ich kaufe den, ich Hero Power, sehe 5-Drops, verwandle den schlechteren 5-Drop in einen 6-Drop, richtig?
Richtig. 50-50 Chance. Ich wünsche mir natürlich, dass die Cinderay den Buff bekommt. Aber warum sollte ich den Lulabot wegschmeißen, um jetzt nur Gold zu verlieren? Macht keinen Sinn. Ripsnor Captain ist einfach der MVP dieses Modus. Tavern 2, Ripsnor Captain. Tavern 3, Scourfin. Ich glaube, das sind die Units, die man haben will. Anders geht's nicht. Natürlich hat der das gekriegt. Ich sag's auch noch vorher. My bad. Naja, passt. So. Wir leveln gerade alle auf 4. Ich sag mal so, ne? Das eine wird ein Six-Drop, das andere kann mir den Six-Drop potenziell verdoppeln. Es ist nicht leicht, aber ich kann 2 Six-Drops pro Runde garantieren und das auch. Ist es Boogie Monster, Leute? Ich glaube, es ist Boogie Monster. Wir machen das. Der geht. Der geht. Boogie kommt. Der kommt. Eins. Zwei. Dem muss ich diese Runde spielen. Geht leider nicht anders. Ist okay. Es ist Boogie Monster. Ich hole mir einfach Double Boogie. Und das ist dann mein Tempo. Ich kann jede Runde, wenn der noch einmal levelt gleich, jede Runde Six Drops garantieren. Wenn die einmal durchgetriggert sind, dann ist das jetzt der Build halt. Auch wenn es weird ist. Er hat ultra viel Stats schon. Crazy shit. Ich verliere einfach gegen One- und Two-Drops. Weirde Nummer, weiß ich nicht. Liegt das an den One- und Two-Drops, dass die zu viel Tempo aufbauen können? Oder liegt das an mir, dass ich kein Tempo aufgebaut habe irgendwie? Bran. Gibt es eine Welt, in der Bran gut ist? Ich glaube nicht. Ich bleib noch eine Runde so. Ich meine, ich kriege einen Boogie, muss noch zweimal rollen, dann kriege ich einen Monkey. Das ist ein One-Drop. Das ist ein Two-Drop. Ich werde mir irgendeinen Three-Drop nehmen. Das ist, oder ich nehme den und gucke, ob ich einen Three-Drop kriege. Das ist ein Four, das ist eine Five. Und dann kriege ich aus dem Monkey eine Six. Und kann Hero Power und kriege noch eine Six. Let's see. Dass der Way to go ist. Oh, Double Elise. Frech. Aber gut für mich, weil der dadurch diese Runde nicht so geisteskrank stark ist wie der letzte, der mit One- und Two-Drops hier romantiert hat. Das sieht gut aus. Ja, win. Nice one. Bleibt man. Die Frage ist, bleibt das Upbeat-Duo? Weil der halt. Also der Lulabot geht. Ich glaube, der Lulabot geht. Wo mir jetzt. Von der Elise mal ganz schnell den Monkey. Und dann One Drop. Alle kriegen den Buff. Ja, Na gut, One Drop. So, Two Drop. Ja, Money zurück. Gucken, ob wir hier einen Three Drop rauskriegen. Ja. Also, Three Drop. Jetzt sind beide auf Tavern 4, also Four Drop. Dann Five Drop. So, und jetzt heißt es Six Drops spielen. Six Drop. Zack, rollen.
So, damit kann man doch erstmal leben, oder? Was hat er golden gemacht? Okay. Gut, wir gewinnen. Eine Runde, dann ist eh Tavern 6. Mal gucken, ob Boogie Monster the way to go ist. Das interessiert uns alles nicht. Gucken wir mal. Nö, die kann man durchrollen für Boogie Buffs. Wollen wir noch irgendwas haben? Das ist halt Money irgendwie, ne? Eins. Zwei. Den nehmen wir noch mit. Der hatte nichts, was ich haben wollte, oder? Ich ende auf einem Relentless Murloc. Wir kriegen den Triple nächste Runde. Dann ist die Frage, fängt das dann wieder von 0 an? Von 1 an? Beim Goldenen. Okay, ich meine, ich habe einen One-Drop, eine 4, eine 5, eine 6 wieder, was ich dann spielen kann. Von daher alles easy. Brauche einen 2-Drop und einen 3-Drop. Die kriege ich schon. Ja, wie krass. Oh, er hat Murlocs. Er hat gar nicht Pirates. Okay, let's see. Damage Gap ist noch aktiv, solange nicht 4 Leute ausgeschieden sind. Also bis zur Top, bis man in der Top 4 ist, dann ist Damage Gap weg. Das heißt, selbst wenn wir hier verlieren, kriegen wir keine, nicht mehr als 15. Aber so schlecht sieht... Oh, aber 80 HP, 45 HP ist schon einiges. Aber okay, ich bin solide auf allen Positionen. Oh, 2 Units auf 1 HP. Da ist ein bisschen unlucky, ne? Oh, und mein Venom tradet die 1 HP Unit. Naja, okay. Ich gewinne, er ist tot. Wir gehen wahrscheinlich in die Top 4. Mal gucken, ob Murloc Holmes sich noch halten kann. Kann er. Damage Cap bleibt aktiv. Spannend. So, wir gucken. Wir starten wieder bei Tavern 1. Okay. Aber hier ist ein Triple gut. Moment. Erst 1. Dann 2. Ah, wir nehmen das Money. So. Obwohl, ich kann auch einen Relentless Murloc buffen oder sowas, ne? Oder noch besser, ich buffe den Cleave hier mit. Ich könnte auch den Elementar, aber nö, ich buff den Cleave. So, wir sind bei Tavern 4. Das ist eine 4. Brauche eine 5. Ich habe hier aber eine 5, ist also egal. Oh, dann buff ich den Cleave auch noch mit. Der weg. Der hier hin. Der weg. So. Und jetzt buffe ich mit 5-Drop. Discover a Battlecry. Irrelevant. So. Jetzt geht's darum hier. Upp. Hab ich. Oh. Den wollte ich natürlich eigentlich nicht. Kaligos werde ich nicht machen, aber egal. Ich roll die einfach nur durch, um dick Buffs zu machen. So. Triple Cleave Boogie Monster Build. Mal gucken, ob ich die zwei Cleaves schnell genug hinterhergezogen kriege. Die haben jetzt natürlich ordentlich Stats eingebüßt, leider. Aber gut, der Kill ist super. Nimmt das Venom hinten raus, bevor es Reborn bekommt. Das sieht gut aus. Klar hat der ultra viel HP, aber das sollte schon passen. Boogie ist the Build. Let's go. Triple Cleave Boogie Monster Build. Schönes Menagerie Board, muss man auch sagen, ne? Ich habe einen Mech. Was habe ich? Einen Mech, einen Pirate, einen Elementar, einen Drachen, einen Murloc. Ich habe eigentlich alles, was man so haben kann. Ist irgendeine Rolle? Nein. Ich brauche nur 6 Drops. Duff. Buff. Buff. Buff.
keine Six Drops, kein Freeze. So einfach ist das. Menagerie Boogie. Warum gibt es keinen Tavern, geilen Tavern Six Menagerie Bild? Lightfang haben sie rausgenommen. Agam funktioniert nicht, weil man nicht so gut Bloodgems generiert, beziehungsweise wenn man viel Bloodgems generieren will, muss man viele Stacheleber spielen, hat also keinen Boardspace, um richtig Menagerie zu stellen. Ist nicht so geil. Und vor allem, das sind halt die geilsten Menagerie-Units, ne? 1, 2, 3 Cleaves und eine Gottesschild-Unit und eine Reborn Venom-Unit. So geil. Wenn es da einen 6-Drop Menagerie-Scaling gäbe, oh, wäre das schön. Na, mal gucken. Meine Cleaves sind sehr gering gescaled im Verhältnis. 7 Triple. What the fuck hast du getan? Ah, der war eben schon ultra lucky gegen mich. Jetzt kommt er des Todes lucky um die Ecke und hat 7 Triples. Naja, gut. Ist halt Kurtrus, ne? Der kriegt halt immer eine Kopie. Das ist halt nicht schwer, damit Triples zu generieren. Aber auf Elementaren könnte es wehtun. Wir schauen uns das an. Ja, guckt euch die HP da vorne an. Don't. Ah, die Venom-Units brauche ich gegen die große Unit vorne, oder? Aber ich gewinne. Hä? Ich gewinne ja easy. Yo, enjoy. Gut, so viel zu 7 Triples. Ab nach Hause mit dir. Und jetzt komme ich gegen Max. Okay, den Triple nehme ich mit. Why not? Darauf könnte ich enden. 5 Max. Spielt der Omega Buster? Dann sollte ich Zap spielen. Ja, da war der Elementar Six Drop, den ich hätte vielleicht spielen sollen. Ich weiß es nicht. Gucken wir es uns an. Witzig zu sehen, dass man Boogie Monster wirklich spielen kann. Okay, let's go. Auch ein Cleave. Kein, entgegen meiner Erwartung, doch kein Omega-Buster-Bild. Cleave tut weh. Mein Elementar hittet natürlich ins Gottesschild, macht keinen Cleave. Der andere Cleave wurde schon rausgeholt. Der nächste Cleave hittet auch nicht so gut. Aber insgesamt, sonst der Technik sieht das ganz okay aus. Der Cleave macht nochmal einen guten Hit. Aber ansonsten sieht das nach einem soliden Win hier aus. Kann er noch was holen? Nein, wir haben Reborn. Geh. Geh. Boogie Monster ist der Bild. Alter, dass das funktioniert, sehr cool. Mimimons Clockwork Stadium war die Anomalie. Und wir haben so ein bisschen gecheatet, indem wir immer eine Tavern höher waren mit Toki. Ich hoffe, die Runde hat Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Abo da. Schaut gerne Dienstag und Donnerstag 19 Uhr auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten Glocke, Like nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit und ich bin raus.